Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. So, ne, mir ist gerade eine hinten reingefahren. So, ja, der Weidel hat ja in der letzten Folge unseren fleißigen Kommentierer hat er ganz falsch gemacht. Ja, ich halte mich da raus. Ja, ich halte mich da ein Stück raus, weil ich eigentlich nicht ich sag mal da, kritisiert. Scharfes Kritisieren, wenn man das nicht scharf kritisiert hat. So, jetzt. So. Ich habe nichts gegen Kritik. Ich habe nur was gegen Beleidigung. Ja. Gut. Eben das mit dem Wochenendgamer, das schmeiße ich zurück. Das ist mir relativ latte. Immer umsetzen. Get out and grab a bike. Alles kein Thema. Easy, mach ich gerne. Aber wie gesagt, alles umgebracht. Ja. So. Jetzt geht für mich so wieder ausbaden. Weißt du, der Weidel, der hat es ja schon nicht gleich wie hier. Da muss ja nicht auch noch was kommen. Na ja, da kommt er. Da muss ja nicht auch noch was von außen kommen. Ich bin halt schon die ganze Zeit nerven. Alter. Ja, Autofahren ist nicht beide Stärke. Das wissen wir beide. Das wissen wir alle drei. Meine Stärke. Ja klar, jetzt fährt der Clown noch ein Bulle-Auto rein. Jetzt bin ich aber dann nicht gleich wieder ein Stern, ne? So, nächste Straßensperre. Da kommt schon die Feuerwehr. Das ist auch gut. Das ist voll geil. Auch schon Sinn. So. Die fangen jetzt nicht an zu schießen, wenn ich da komme. Sniper vornehmen. Ja klar, schieß auf mich, du Kackidiot. Nee. Das ist die Maul. Bin nur noch die Maul. So, jetzt habe ich ihn erwischt. Ja, Alter! Haha! Ich kann in den Baum hochklettern. Cool. Cool. Nein! Das ist ja cool. Das wusste ich wirklich nicht. So, diesmal war die Feuerwehr schneller. Der Transporter ist immer noch weit entfernt. Ah, so meint ihr das ja mit der Maus. Alles klar. Ein platzierter Schuss. Höher noch? Jawohl, das sollte passen. Hey, was? Alter, jetzt reicht's mir langsam. Bleib jetzt stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. So, warte, komm. So, ein Mikro. Alter, das ist schwieriger als ein... Jetzt, dankeschön. Störe die letzte Straßensperre, der Transporter ist da vorne. Der geht auch mal ein bisschen langsamer fahren. Die Straßensperre ist schon wieder da, ne?
So, jetzt. Der Transporter aber auch. Ja, ich weiß. Scheiße. Scheiße. Überfahr den doch, Mann. Kacke. So. Nein, ich muss auch schauen, dass der Transporter das Ziel sicher erreicht. Jetzt wäre so eine MG gar nicht schlecht. Ja, das ist nur. Was? Ja, das geht wieder aus. Sollte wieder ausgehen. Sonst knallt es gleich. Scheiße. Scheiße. Ja, ging nicht so ganz aus. Dein Auto ist eh besser. So, bitteschön, so macht man das. Jetzt kannst du noch einen Timer stellen. But the cops gonna be all over the spot real soon. Get the van out of sight. I'm gonna get out of here. Ich mach mich dünn. Sehr schön. Respekt! Und 3 Sterne, ja klar. So. Ganz kurz Frage, was soll die Kacke? Und wieder Tempel, ja? So, ich gehe jetzt an, zuerst mal speichern. Ja, ist ja gut, Alter! Oh, ey. So, welcher war's? Ja, mach jetzt mal den oben, ja. Das wäre... Don't touch that bike, bitch! Hey, Caesar. The Yay leaving San Piero, right? Dankeschön, will ich nicht. Ja, komm, ich mach einfach mal hier weiter. Snail Trail. Hey, CJ. What's up? Hey, what's up, Jethro? Some cops are looking for you in the office, man. Tampin. Alright, man, I got it. Nice to see y'all kicking back. Oh. I wonder how your brother's sleeping. Curled up next to his shower daddy while you lived comfortably on the outside. What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. The press on ya? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work, that he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that Stooley, shut him up too. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. Take care of him. Oh, this is a nice place, Carl. Dankeschön. Ich heiße aber Porno Paule. So, Tempi hat ein Präzisionsgewehr, noch mehr Präzisionsgewehre. Baustelle in der Nähe, da war versteckt. Hol es. Ich vergesse, dass ich jetzt durch das Taxi nehmen müssen, ganz ehrlich. So. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Alter, hallo Framerate. Was ist denn jetzt los? Was ist jetzt? Normalisiert sich das wieder? Alter, was geht denn jetzt ab? Wir setzen hier, glaube ich, schnell einen Schnitt. Und jetzt geht's wieder. Jetzt. Nee, oder? Ja. Alter, jetzt ist gerade voll übel mit der Framerate. Jetzt geht's aber wieder. So, kurze Framerate-Einbrüche. Worum? Frag ich mich auch, ganz ehrlich. So, ein Präzisionsgewehr. Reporter an County Station, folge ihm zu einem Treffpunkt mit der Zielperson, schalte beide aus. Alles klar. Alter, das geht ja gar nicht, Mann. Ja, irgendwie, das schon entdeckt da irgendwas. Da hat er bestimmt wieder im Hintergrund irgendwas. Ja, und das in der Aufnahme, ne? Ja, es tut mir leid. So, ich muss ihm bis zum Treffpunkt folgen. Ah, jetzt halt. Reporter, die Bahn bestiegen und fährt zur Market Station in Los Angeles. Folge in der Bahn. So,
Das wird jetzt ein Zeitchen dauern. Ja, gut. Stank aus dem Weg. Muss ich gleich mal überlegen. Ist ein bisschen, ja, was willst du denn hören? Schiffsschnitt. Weil ich, was willst du denn hören? Oder? Oh shit, oh shit, shit, shit! Kacke. Ja, nee, ich weiß nicht, ob ich das alles sagen darf, weil dann heißt es wieder animieren. Ja, eben, das ist das Problem. Gewisse Leute, die das eigentlich hören sollten, die schauen die Videos auf. Naja. Oder erzähl du mal was, eigentlich bin ich schon ziemlich viele Jugendsünden los. Ich bin schon ziemlich viele Jugendsünden los geworden. Leiden möchte. Alter, das ist nicht schön. Zum Thema Alzheimer, ne? Ich hatte ja im Monat einen Austausch zu einer Schulkollegin von mir, der da im Altersheim arbeitet. Auf jeden Fall meine Lieben, die Demenzabteil. Da macht man eigentlich keine Lebenszeit. Ja, da, was? Aha, da hat noch einen Maus zu steigen. Ja, so, ich muss jetzt da ein bisschen weiter weg sein. Schreck einen Meter. Das kann man ja irgendwie nicht. Dieter! Gut, ja, auf jeden Fall die Demenz krank und ich musste zweimal da hoch und das hat mich ziemlich beleidigt. Das hat mir wirklich zugesetzt. Glaub mir, das ist nie so. Für die war das auch nie einfach, das diese. Jawohl, die haben sich gefreut, die sind da oben alle immer mega happy und Naja. Aber das liegt nicht an der Situation, das liegt einfach an den Antidepressivas, die wir kriegen. Nein! Doch einfach hier oben stehen bleiben. So, das Taxi hält. Du bist so nah dran. Ah! Scheiße! Kacke! Nein! Verdammt! Was soll denn der Scheiß? Alter!
Der kann mich doch gar nicht gesehen haben. Ja. Jetzt kann ich die ganze Kacke nochmal fahren, ey. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. So. Hier war das Spielladen. Es war das hier, ne? 2059, ja. Seht ihr auch mal, wie wir vorproduzieren. So. Ja. Snail Trail. Ich werde das mal schnell. Präzisionsgewehr. Ja, ich brauche doch eigentlich gar kein Präzisionsgewehr, Mann. Also ich würde die Fahrt jetzt da nochmal rausschneiden. Ja. Sonst fällt ja dann wieder nichts ein. Genau. Weil sonst ist es wirklich blöd. Gut, also wir sehen uns dann in der Bahnstation. Genau. So, wir sind wieder zurück nach einem Vers, nach 1, 2, 3 Versuchen. Ja, man sollte nicht, wenn man sich zu sehr ablenken lässt und dann vor den Zug springt, dann ist das natürlich doof, dann stirbt man meistens. Ja, man sollte keine... Und deine Lebensenergie ging ziemlich langsam runter, muss ich sagen. Ja. Dafür, dass du im Zug und vor den Vorderrädern lagst. Ja. Ja. Na gut. Ist halt so, man sollte auch kein Wheelie auf dem Gleis machen mit dem Motorrad. Das geht nicht gut. Außer man will da zusätzlich Punkte. Ja. So, der Typ soll da mal ins Taxi steigen jetzt. Da kommt doch irgendwie kein Taxi. Ja, der muss ja erstmal in die Treppe hochlaufen. What the hold up? Das war wirklich geil, aber das ist wieder mal ein Fahrrad. Ruft mich jetzt nicht an, ich will da nicht mal. Fährt er jetzt schon? Ja, aber der fährt. Fährt er in meine Richtung? Hey. Well, hello now. You see my new move? Hey. Honey. I got one. Alter, vorne. Da ist, nee, da ist das Taxi. Das fährt jetzt. Ja, aber das fährt. Ich fahr jetzt ganz los. Ein Auto, das überhaupt nicht auffällt. Na gut, wenn auch eins vorne ist, ist noch weniger auffällig. Schaust du nebenbei ein bisschen auf den Gasometer? Alles okay. Jo. Nicht? Du bist zu weit weg. Ich bin zu weit weg, Alex. Ja, aber ich hab jetzt gedacht, du bist bald zu Norden dran. Ne? Du weißt, ich hab da... Bist du nah dran? Achtung, Achtung! Ich hab da so... Nächte auf Horn. Ja, ja. Ihr könnt das jetzt wieder die Rage-Szene vom Ding reinschneiden. Bei diesem Video musst du schon genug schneiden, ne? Links. Der Reporter ist jetzt und bleibe aufstand, bis er Ziel ein bisschen trifft. Ja, ja, ich treff dich dann auch. Also, ich würde mich hier bei so einer Doppelstelle hinstellen. Reporter ist bereit, sich bisschen. Du hast die Präzisionsgewehr, schalte bei dir aus. Jawohl. Mach ich gerne. Und eine Bazooka tut's auch? Nein. Vielleicht ist hier am Ende den Taxifahrer. Nein, Mist. Scheiße. Hallo.
Einen habe ich, den anderen. Ja, dann kriege ich auch noch. Ja, es ist halt, ich habe mich getroffen, hat er mich gehört. Shit, verfehlt. Jetzt rennt er da hinten rum, oder was? Hallo. Ja, ja. Den habe ich schnell. Ja, das sehe ich, wie lange du dich auch schon wieder rumoberst. Oh, wenn der jetzt mein Auto klaut. Na los, spring über die Ledung, mach Selbstmord. Oh, ey, ich sollte schon längst schießen, Mann. Ich mach das gerne. Wir müssen in die Panik. Ey! Verstehst, also ich meine, an Ausreden bist du ja auch ein Verlegen, ne? Ja, ich will nur, man soll ja auch mal was im Spiel zeigen. Jetzt mal, also ich meine, jetzt drück doch mal auf den Knopf. So. Siehst du, 10 Schuss mit der scheiß elenden Sniper und dann ein Schuss mit der Bazooka. Jetzt muss ich wieder alles zurückfahren. Ja, aber das werde ich in der nächsten Folge machen. Also beziehungsweise das kann man. Genau. You should have been drowned at birth, fool! Genau. Ich fahre mit dem 180er rüber, ne? Weißt du, was noch cool wäre? Ganz ehrlich. So Mods installieren. Es gibt solche Mods, dass du noch die Geschwindigkeitsanzeige siehst. Weißt du, was noch cool wäre? Kann man ja auch ziemlich gut tunen, ne? Ich geh jetzt nochmal, wir haben noch etwas Zeit. Der ist cool, den habe ich gemeint mit dem Mitsubishi. Den habe ich gemeint. Ey, bleib jetzt. So ein Saftsack. Da ist noch einer. Jawohl, da ist noch einer. Den habe ich gemeint. Das ist der scheiß Ballastbüro. Das ist das Hülsam, genau den habe ich gemeint. Den habe ich gemeint mit dem Mitsubishi da. Ja, dann hast du mir jetzt schon 10-mal gesagt. Den habe ich. You're too much of a player to learn to drive. So, mach jetzt hier auf, bitte. Ja, das ist ja die Garage, die sollte eigentlich aufgehen. Okay, ich muss mich damit vielleicht noch eine Karte da. Ich weiß nicht. Ja, ich habe probiert. Da geht nicht auf, das ist die Garage. Aber ich weiß, was noch einer hat. Was willst du? Ich will das Auto tunen. Nein, so. Nein, das steht in der Garage. Es hat keinen Sinn. Ich finde das cool. Du kannst auch einen Bus tunen. Nicht nur mit mir. Ist ja gut. Ja. So, ich fahre jetzt noch schon mal schnell in die Grove Street. Can anybody in this state drive? Ja. Würde ich aber. Ja, genau. Also, ciao, ciao.